Na, haben wir uns jetzt wirklich geprügelt am Ende. Sorry, Tobi, für die blaue. Die kam von dir? Nein. Ach, alles gut. Gehört zum Spiel dazu. Ich habe mich nur irritiert, weil. Also, das hat mich halt nur irritiert, weil normalerweise sieht man die blaue halt relativ lange fliegen auf der Map. Und auf einmal waren die halt da. Das hat mich mehr irritiert. Nö, hab aber abgebremst. Ach so! Ah, ich verstehe schon. Da kann es ja jetzt nur eine Strecke geben, die man wählen kann. Oder Devil wählt alle. Ja. Ach, alles super. Geil. Oh, hast du bereits, Devil? Oh. Könnt ihr gleich mal Regenbogen fahren oder gibt es die dort nicht? Ja, klar. Wälze der drei. Oh, wurde Emily gerade von ihrer eigenen Bühne getroffen? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht mitbekommen. Oder so eine Peach um die Ecke. Geh weg. Ja. Feuer, Feuer, Feuer. Aua. Lol. Du hast den Mario Jump bei mir gemacht. Ich bin jetzt so ein kleiner Goomba. Platt getreten worden. Oh, Peach, geh weg. Wo hast du nicht mitzumischen? Och, hier. Das kam von Peach, ich schwöre. Peach macht einen Abgang. Nö, die stört voll. Na, warte, ich gleich weg. Das war ein Drogen so, warte, gib mir nur eine Sekunde, dann hat das Problem für selbst gelöst. Eine richtig ätzende, bitte. Gehen eigentlich alle klar. Was ist denn eine richtig ätzende. So, ciao, Peach. Oh. Du bist ja gar nicht mehr hinter mir. Nee, irgendwie ist das jetzt hier komplett eskaliert. Oh. Und dabei habe ich Peach extra für dich abgeräumt. Ja, danke schön. Also ich danke dir dafür sehr. Aber. Ja, toll. Jetzt. Och. Ich bin nicht fertig. Bin ich neunter. Nein, Peach! Aus! Als ob die jetzt zweite geworden ist. Als ob. Ja. Die habe ich auf den letzten Metern überholt. Cool. Das ich mir auch. Ja, habe mich selbst getroffen mit meiner Grün. Unangenehm. Okay, Nika hat sich zu ihrem Geburtstag eine Regenbogenstrecke gewünscht. Eine richtig ätzende. Was ist denn? Eine richtig ätzende. Ich glaube, die ist übel. Welche ist denn das jetzt? Diese, wo man den, die so ein bisschen Wario-Abfahrt ist. Nah dran. Ist auch eine Regenbogenstrecke, dann gucken wir mal. Yes! Ich glaube, das ist die ätzendste. Weil die hat A, keine Bande und B, ist die
Der Startattacke ist immer super. Ich glaube, die Strecke hat gar nicht so auf, ne? Nee. Aber oh, jetzt wurde ich abseits der Strecke getroffen. Level, warst du das? Nein. Nee, ey. Das will ich nicht machen. Nee. Hängst du von mir? Nur das Beste. Emily. Aua. Nein, Emily hat mir die Items weggenommen. Boah, da kommt Peach an, ey. Jetzt Peach hinter dir. Emily, lass das. Nein. Oh, Emily ist auch in den Abgrund gefahren. Oh Junge. Aber als ob uns das jetzt beiden... Emily? Also... Ich beschwere mich ja echt selten, aber das war jetzt schon echt fies. Gerade aus der Verdenkung rausgeholt, auf einmal trifft mich ein Bumerang im Flug und ich mach wieder einen Absturz. Oh Mann. Das war echt fies, Emily, also, ne? Ach, keine. Ja, das war jetzt mein Blitz. So, habt ihr jetzt das? Was? Ja. Du. Oh, tschüss. Wow, ich bin Achter geworden. Oh, es ist doch gar nicht vorbei. Nee. Ups. Genau für solche Momente wollte ich den Regenbogen Boulevard. So, jetzt nehme ich euch anderen erstmal die Sicht. Danke. Warum hat sich die Strecke jetzt auf einmal... Grün hat sich einfach umgedreht. Boah, jetzt bin ich Zehnter. Also wohl vorne. Das war nicht nur noch innerlich. Oh shit. Oh. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich war so. Ich bin Siebter geworden, ey. Ich war so lange Erster. Aha. Und dann eskalierte es. Und dann war ich Sechster. Hi, Devil. Das tat schon weh. Ja. So, jetzt brauche ich etwas Wohltuendes. Sorry, Tobi, musste doch die Strecke extra ätzend machen. Danke. Bin auch extra zweimal... Sterne und Pilze sind das Letzte, was man auf Regenbogen Boulevard braucht. Das ist richtig. Yeah. Alles gut, Emily. Das alles ist ja nicht ernst gemeint. Also, alles super. Aber das war jetzt mal, du, das war anstrengend für uns alle. Nika, warum sollten wir dich deswegen hassen? Quatsch, bringt ein bisschen Spannung rein. Oh, ich weiß. Nika, weißt du was? Zu deinem Geburtstag gibt's gleich noch mal ein bisschen Randomness. Lass gleich mal alle drei Babypark nehmen. Ja, okay. Ja, machen wir. Das ist random hoch 10, was da passiert. Damit wir richtiges Chaos haben. Ach so, bei Spider-Man habe ich jetzt heute übrigens die Hauptstory durchgespielt. Ah, cool. Muss jetzt nur noch die restlichen Sachen erledigen. Hier da, hier ein Sable versteckt, da ein Sable versteckt. Und dann fange ich an mit den DLCs. Und ich hatte Gänsehaut bei den letzten Szenen, ne?
Also, das war schon. Ja. Ist doch gut. Ich sehe nicht, wo es lang geht. Okay, da. Na. Bin ins Wasser gefallen. No, nö. Geh weg. Oh, Nidoking. Kann es sein, dass ich bis jetzt immer diese Strecke gewonnen habe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Aber wenn, wäre es ein witziger Zufall. Mhm. Ey, jetzt macht Peach da vorne echt mit. Ich habe keine Ahnung, was mit dir kommen auf einmal ist. Er geht ja voll ab. So, wo... Da. Ist der Blattkar? Herr Babypark, Der Blattkar. Ach, da. Ich hab das andere Blatt genommen. Aber ja, nur das braune Blatt. Okay. Na, knapp. So, Nika. Jetzt ist alles offen. Jetzt ist Party. Dabei ist es nicht mal die Partystraße. Das. Diese eine. Ja. Aber. Level. War natürlich nicht von mir. Nein! Doch. Hier kriegst du wieder zurück. Ah. Level? Nein, diesmal wäre ich sie ab. Oh, enttäuschend. Oh, Junge! Das geht so viel ab. War das eine Grüne? Was? Achso, ja, die gab es auch bei Double Dash. Die hab ich geliebt. Du stehst auf Chaos, kann das sein, Nika? Du bist cool, Alter. Wie kann man diese Strecke lieben? Ich meine, ich find's hier hin und wieder mal ganz witzig, aber lieben? Ist alles random, was hier passiert. Ja, okay. Eventuell kann ich es dann doch verstehen. Ich finde die auch toll. Ja, war mir klar, Bommel. Das ist irgendwie genauso eine Bommelstrecke. Bomm! Als ob ich die Chaos-Strecke gewonnen habe. Yes. Ich bin Emily auf den Fersen. Aber ich glaub, ja, ohne Chaos wäre es lebendig langweilig. Bisschen Chaos muss manchmal sein. Ja, das ist richtig.